Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 5. November und mittlerweile gibt es eine konservative Schätzung, wie viel Magma diese riesige Magmakammer unter La Palma enthalten könnte. Diese Menge wird auf 400 Kubikkilometer, nicht 400 Kubikmeter, 400 Kubikkilometer geschätzt. Aus dieser riesigen Magmamenge sollen also die vergangenen und werden auch die zukünftigen Vulkane gespeist werden. Der jetzige Vulkan, der schon von allen Vulkanen, die man hier aufgezeichnet hat, bisher die größte Menge ausgespuckt hat, hat lediglich 0,215 Kubikkilometer Magma entlassen. Das sind 0,05% dieser geschätzten Menge. Ich fahre hier die neue Straße von Las Manchas nach Puerto Naos runter durch den alten Lavastrom vom San Juan von 1949 und man sieht unten schon wieder die Straße durch den Lavastrom, die neue Straße vom Vulkan 2021. Also hier ist alles durchzogen von Lavaströmen. Allerdings ist noch nie so schnell wieder eine Straße über den Lavastrom tatsächlich gebaut worden. Und überall werden die Häuser freigebuddelt, Wege wieder hingelegt, damit diese auch erreicht werden können. Also hier gibt es viel Erfahrung jetzt mittlerweile damit, Lavaströme aufzumachen. Und es ist jetzt auch im Gespräch, die vernichteten Grundstücke wieder zurückzugeben in der Größe, in der sie vorher waren. Allerdings geht das nur bis zu einer Höhe von 5 Metern. Also der Lavastrom darf dann nicht höher als 5 Meter sein. Da bin ich mal gespannt, ob das möglich ist, dass diese Menschen ihr Grundstück zurückbekommen und in derselben Größe wie vorher darauf auch wieder bauen dürfen. Das wäre zumindest schon mal etwas. Die meiste Fläche ist ja mit höheren Lavaströmen bedeckt, da wird das dann nicht mehr möglich sein. Ja, ist das gefährlich? Es könnte natürlich gefährlich sein. Es werden immer wieder Vulkane ausbrechen auf La Palma. Allerdings, ja, wie ist das mit den Zeiträumen? Die letzten 3 Vulkanausbrüche waren in ziemlich kurzen Abständen von 1949, 1971 und 2021. Davor lagen 237 Jahre, also zwischen 1712 und 1949, fanden keine Vulkanausbrüche auf La Palma statt. Aber natürlich wird es weitergehen. Das ist ganz klar, denn diese Magmakammern, die man ja unter La Palma gefunden hat, sind von einer Größenordnung, wird geschätzt, 400 Kubikkilometer Magma soll sich dort befinden. Und aus dieser Magmakammer sollen alle Vulkane bisher gespeist worden sein und werden auch die zukünftigen Vulkane wieder gespeist werden. Es handelt sich um Hotspot-Vulkan, das heißt, an einer Stelle tritt Magma aus und die Kontinentalplatten werden sich natürlich weiter bewegen und deswegen wird sich das auch alles Richtung Südwesten hin bewegen und irgendwann ist La Palma auch nicht mehr unter diesem Hotspot. Alle Kanarischen Inseln sind vulkanischen Ursprungs und La Palma ist mit 1,8 Jahre Alter die zweitjüngste und die jüngste ist El Hierro mit 1,3 Millionen Jahren. Dort wird auch weiterhin vulkanisches Geschehen stattfinden, denn diese riesige Magmakammer scheint mir sich nicht nur unter La Palma zu befinden, wie man hier sieht, sondern auch unter El Hierro. Denn das sind ja die 2 jüngsten Inseln und da hat sich wohl auch der Hotspot hinbewegt von den anderen Kanarischen Inseln, von den östlichen Inseln, die schon ziemlich flach sind. Fuerteventura und Lanzarote sind schon sehr abgetragen und man sieht auch, wie sich diese Inseln immer weiter nach Westen bewegen und La Palma ist ja eher so im Nordwesten und dann im Südwesten
El Hierro die jüngste Insel und auch davor wird es wieder eine weitere Insel geben. Denn da gab es ja auch vor ein paar Jahren diesen Unterwasservulkan, der darauf hindeutet, dass dort in ein paar Millionen Jahren wahrscheinlich eine neue Insel wieder entstehen wird. Und die Cumbre Vieja, auch da werden weitere Vulkane entstehen. Man sieht die ganzen Krater aus der Vergangenheit. Da ist noch Bewegung drin in dem neueren Teil von La Palma. Aber wie viel Zeit bis zum nächsten Ausbruch vergehen wird, kann keiner wissen. Es können hunderte Jahre sein oder vielleicht auch nur ein paar Jahrzehnte.